Neue Glocken erklingen in der St. Petruskirche in Tübingen-Lustnau. Genauer gesagt, Friedensglocken. Im Zweiten Weltkrieg wurden Kirchenglocken abgehängt, eingeschmolzen und als Munition verwendet. Mit 9 Jahren haben wir das, wir Ministranten zumindest, nicht verstanden. Und erklärt hat es uns niemand, was der Sinn der Sache ist und so weiter. Nur etwas später dann, und auch nur hinter vorgehaltener Hand, hat man gesagt, die damals, für mich damals älteren Leute, jetzt ist der Krieg endgültig verloren. Manche Glocken haben den Krieg überstanden. In deutsche Ostgebiete konnten die Glocken aus politischen Gründen oft nicht zurückgebracht werden und kamen deshalb zu Kirchen im damaligen Westdeutschland. Eine dieser Glocken hing in Tübingen und kommt jetzt wieder zurück nach Tröm in Tschechien. Wir hatten ja früher 5 Glocken. Es ist eigentlich nur eine Glocke übrig geblieben, die Sterbeglocke. Und vermutlich ist die Glocke hier aus Tübingen die einzige, die noch von den Raubglocken übrig geblieben ist. Also das ist schon wirklich ganz was Besonderes, dass wir sowas zurückbekommen. Das Projekt Friedensglocken für Europa der Diözese Rottenburg-Stuttgart will möglichst viele der Glocken wieder in ihre alte Heimat nach Polen und Tschechien bringen. Dass es in St. Petrus so schnell geklappt hat, liegt auch an dem Projekt und Gemeindemitgliedern. Das Besondere finde ich, dass die Gemeinde das mit unglaublich großem Engagement umgesetzt hat, was das Ziel des Projektes ist, nämlich Brücken zu bauen zwischen den Völkern. Und gerade jetzt ist der Blick nach Osten wichtig. Ja, ein wunderbares Beispiel für Europa. Wir wussten ja nicht, als wir damals gestartet sind, in welcher Situation wir heute sind, in welcher dramatischen Situation mit dem Ukraine-Krieg und die Glocken verkünden den Frieden. Die jetzige Generation, sie kann mit Sicherheit nichts dafür, was damals passiert ist. Und deshalb finde ich es großartig, dass so eine Aktion ins Leben gerufen wurde und dass es wirklich möglich ist, diese Glocke wieder in ihren ehemaligen Turm zurückzubringen.